Hier steht der sehr selbstbewusste Hyundai i30N von Claßen Motors. Ehrgeizig schnellen Drehzahlmesser und Tachonadel nach oben. Dieser Fastlap-Bewerber tritt ambitioniert ins Büro von Christian Menzel. Dieser getunte Hyundai i30N zählt zu den stärksten Fronttrieblern bei Fastlap. Doch der Chef bleibt zunächst kritisch. Man muss auch immer abwägen, was kann die Basis? Ist die Basis solide? Hat der Motor Reserven? Hat das Getriebe Reserven? Das sind natürlich Sachen, die man berücksichtigen muss, ne? Ganz klar. Das gehört zu einem seriösen Tuning auch dazu. Claßen Motors aus dem Ruhrgebiet überarbeitet den koreanischen Kompaktsportler. Dabei fällt zunächst auf, Optik und Charakter bleiben nahezu unangetastet. Die Motorexperten optimieren die Innereien unter der Haube des Autos. So gibt es ein gewaltiges Leistungsplus, das den i30 in ungewohnte Geschwindigkeitsbereiche befördert. Der unscheinbare Blaumann schaffte bereits GPS-gemessen 295 km/h. In der größte Fahrzeug der Kategorie 295 km/h, dann ist Dampf drin. So sieht es aus. Der leistungsgesteigerte 2-Liter-Turbo-Vierzylinder presst 450 PS und 520 Newtonmeter heraus. Schluss mit der sanften Tour. Jetzt zieht der Chef andere Seiten auf. Sind wir auf Sport? Sollen wir das mal machen? Ja, na komm. Schaltet aggressiver. Boah, alter Vater. Der Auspuff, ha? Du läufst da so wie jetzt gefühlt nur auf drei Zylindern. Das ist in Wahrheit die Traktionskontrolle, die sagt nein, 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 nein. Und dann im richtigen Moment gibt es die Leistung frei. Schon nie gehört. Aber warum nicht? Zum Tuning gehört bei diesem i30 eine neue Abgasanlage. Die Bremsen entsprechen größtenteils der Serie, bis auf eine kleine Anpassung. Wir haben Stahlflexleitungen drin, ne? Würde mir mehr Pedalgefühl wünschen. Das aber, glaube ich, ist das Basisauto, also Basisthema, ja? Etwas mehr pulsieren im ABS-Bereich. Ja, einfach vielleicht mehr Pedalweg. Ich muss auch sehr hart reintreten hier, um final auch eine Bremsperformance zu haben. Also, ja, also dieses so reinbremsen in eine Kurve, dann habe ich schon eine relativ hohe Pedalverhärtung. Das ist aber etwas, wo der Tuner, der Verbesserer eigentlich kaum dran gehen kann. Fair, aber hart. Chef Menzel sieht sich den Probanden genau an. Er möchte herausfinden, wie gut dieser seine PS auf den Asphalt bekommt. ESC Sport. Aber er regelt immer noch fleißig, ne? Also so. Und der Reifen knickt im zweiten Moment leider vorne ein bisschen ein. Aber es ist ja auch kein Semi-Slick oder so, ne? Gasgeräusch spricht auf jeden Fall früher an. Und vorhin war dieses Bröckel von der Traktionskontrolle war. Jetzt gerade hat links gebröckelt. Der i30 arbeitet mit einer elektronischen Differentialsperre. Also versucht er über Bremseingriffe Schlupf zu regulieren, um die Leistung nicht verrauchen zu lassen. Dieses Brrrr ist weg. Jetzt haben wir durchdrehende Räder und auch ein bisschen untersteuern. Was ja bei 54 PS durchaus auch akzeptabel ist. So wie sich der Hyundai hier präsentiert, kostet der Umbau etwas mehr als 10.000 Euro. Was die Leistung angeht, ist Herr Menzel bereits überzeugt. Der fühlt sich wirklich nach 54 PS an. Ich wäre aber nicht überrascht gewesen, wenn es sich subjektiv schlecht anfühlt.
hast ja öfter, dass man manchmal gar nicht wahrnimmt, wie viel Leistung hat. Aber hier ist es so, dass du subjektiv registrierst, das geht richtig vorwärts. Ein Vorstellungsgespräch in Mendig hatte bereits der kompakte Verwandte Honda Civic Type R. Er schickt 329 PS in Richtung Vorderräder und zählt zu den etablierten Größen im Sportsegment. Mit einer Rundenzeit von unter 2 Minuten ist der Type R einer der schnellsten Fronttriebler in Mendig. Fastlap. Sein Gegner ist die Zeit. In ungefähr 5 Sekunden schießt der getunte Hyundai auf 100 km/h. Vor Kurve 1 ist er 20 km/h schneller als ein Serien-i30N. Christian und sein Bewerber in den engen Kurven klar. Hier ist Geduld gefragt. Die 450 PS wollen wohlbedacht abgerufen werden. Aber wenn es dann auf die nächste Gerade geht, dann verpufft die Zurückhaltung. Ein werksmäßiger i30N schafft maximal 250 km/h. Dieses Auto hat Klaasen Motors mit 295 km/h per GPS gemessen. Die Tachonadel scheint keine Grenzen zu kennen. Der Klaasen Hyundai legt einen unscheinbaren Auftritt hin, aber offenbart sein Potenzial bei Bedarf. Das mag der Chef, der nun auf das Ende des Bewerbungsgesprächs zueilt. 1:56.22. Das ist schnell. Da staunen die Fronttriebler bei Fastlap und auch der Oberboss wundert sich. Hab ich so nie auf dem Schirm gehabt, aber war richtig flott. Als ich bei euch da vorbeigepfiffen bin, gucke ich auf den Laptimer und denke, das stimmt nicht, das ist eine Fehlmessung. Angehalten, habt ihr mir bestätigt, doch. Hand gestoppt, auch. Haben wir auch gesehen, die Zeit. Das unterstreicht, wie, dass der wirklich die PS hat, ne? Die da im Raum stehen. Und das sehe ich auch, wenn ich mir Daten angucke. Der Apparat marschiert geradeaus mal so richtig nach vorne. Also das kann passieren, dass du von 2 in 3 immer noch mal kurz vorne einmal so einen Rupfer drin hast, dass die TC eingreift und sagt, wir haben hier Leistung. Also ich würde den so nehmen, wie er ist. Ich würde noch im Reifensektor ein bisschen rechts, links gucken, was wir da noch so im Angebot haben. Und dann dem vielleicht vorne noch ein halbes, dreiviertel Grad mehr Sturz verpassen. Was nicht gut für die Traktion wäre, aber ich will das dann über den Reifen wieder rausholen, dass der einfach besser beißen kann. Weißt du, wenn du dir jetzt einen Schnitzel brätst, ne? Dann kannst du das ja so würzen und panieren und alles, so wie du Lust hast, okay? Und so ist das jetzt hier auch. Ich würde mir das dann entsprechend so schmackhaft machen, dass es mir gut schmeckt.